European Youngster Cup, Weltfinale, Reiter U25, die zweite Qualifikation für das große Finale 2017. Und aus österreichischer Sicht überraschend, aber mit voller Freude, Captain Futures Leistung unter dem Sattel von Felix Koller auf Rang 2. Felix, heute eine Springprüfung bei 1,59 Meter, sehr selektiv gebaut wieder von Franz Madl, die zweite Qualifikation für das Finale. Zweiter Platz, zufrieden? Ich bin wahnsinnig zufrieden. Es ist immer super toll, wenn der Captain mein Pferd eben so wahnsinnig super mitspringt, und da kann man eigentlich nicht mehr viel falsch machen, wenn man so ein Pferd unterm Hintern hat. Jetzt sind wieder einige Österreicher am Start gewesen. Es hat diesmal, glaube ich, 5 Reiter, die geschlossen ins Weltfinale gekommen sind. So viele haben wir noch nie gehabt im Finale. Du bist jetzt, glaube ich, direkt am Ende auch noch mit dabei. Was rechnest du dir noch aus über den Parcours bei 1,55 Meter? Ja, also ich werde morgen natürlich das Beste rausholen. Mal schauen, wie es dann im Endeffekt ausgehen wird. Aber ich rechne mal da eigentlich schon relativ gute Chancen aus für eine gute Platzierung. Jetzt ist das Salzburg sozusagen für dich als Lokalmatador ein Heimspiel. Ist da der Druck vor heimischem Publikum besonders hoch? Na, besonders hoch würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist sicher umso schöner, hier in der Salzburg Arena vorne dabei zu sein, als im Ausland irgendwo. Das hat dann schon ein cooleres Feeling. So, am Ende noch ein Beigeschmack im positiven Sinn für dich aufgrund deiner hervorragenden Leistungen über dieses Jahr. Österreichischer Meister U21, das erste Mal im Nationenpreis eingesetzt bei dem Team der Erwachsenen für Österreich in Luxemburg und dann gleich brilliert mit Captain Future mit einer Nullrunde im Nationenpreis. Bist du zum Rookie of the Year gewählt worden, bekommst morgen Abend hier deine Ehrung, glaube ich, auch eine besondere Auszeichnung. Ja, das freut mich natürlich wahnsinnig, das ist nicht selbstverständlich, und ja, ich habe das eigentlich wirklich dem Pferd großteils zu verdanken, dass ich so tolle Erfolge heuer erreiten habe können, und ja, es ist wahnsinnig, super. Dann wünschen wir dir noch toi 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 und alles, alles Gute vielleicht. Wir würden uns wünschen, dich als Sieger zu sehen vom Weltfinale 2017. Vielen Dank.